Der 28-jährige deutsche Jagdflugzeugführer Franz Stiegler wurde nur 4 Tage vor Heiligabend zum Helden. Dieser Vorfall im deutschen Luftraum wurde von britischer und deutscher Seite geheim gehalten. US-amerikanische Bomber flogen einen Angriff auf Bremen. Sie gerieten unter starkes Abwehrfeuer und ein Bomber wurde schwer getroffen. Der junge deutsche Pilot hatte mit seiner Messerschmitt Bf 109 den Auftrag, die Flugzeuge abzufangen. Doch als er sich der B-17 näherte, schwieg die Abwehrbewaffnung. Das Heck-MG hing herunter und Stiegler konnte den leblosen Körper des Schützen im Heck erkennen. Die B-17 zeigte keine Anzeichen von Gegenwehr. Durch die großen Löcher im Rumpf sah er den Rest der Besatzung zusammengekauert im Inneren. Dann erkannte er den Piloten, ebenfalls verwundet, wie er damit kämpfte, die Maschine in der Luft zu halten. Obwohl Stiegler nur noch einen Abschuss benötigte, um das Ritterkreuz zu erhalten, entschloss er sich dazu, den Bomber zur Nordsee zu eskortieren, um ihn vor Flakfeuer zu schützen. Über der Nordsee sieht Stiegler den feindlichen Piloten an, er salutierte militärisch und drehte ab. Der Pilot Charlie Brown brachte die Maschine sicher nach Hause. Nach dem Krieg trafen sich die damaligen Feinde und sie pflegten eine tiefe Freundschaft.